يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dieser Monat ist nicht ein Monat, an dem man sich zurücklehnen kann und schlafen kann. Dieser Monat ist der Monat des Koran. Das ist ein heiliger Monat für die Muslimen. Der Monat, an dem man sehr viel Belohnung erlangen kann, für die, die neue Tauba geben. Und für uns alle. Dieser Ramadan ist eine Chance von Allah subhanahu wa ta'ala für die, die Reue gezeigt. Und für uns alle. Und nach dem Ramadan, das wird sich beweisen, wer es verstanden hat oder nicht. Und fast der Ramadan, ob das der letzte Ramadan wäre, dann wirst du sehen, du wirst dir Mühe geben. In Einsamkeit, nicht nur alle für alle Leute. Ihr sollt nicht Ramadan dienen, sondern Allah dienen. In Ramadan. Denn viele dienen Allah nur in Ramadan. Nach Ramadan Staub vergisst er Allah. Nicht. Vergisst alles, was er gemacht hat. Sogar er verderbt alles, was er gemacht hat in Ramadan. Die ganze Anstrengung. Staub. Und da hat er auf seinen Schlaf verzichtet, auf sein Essen, auf sein Trinken. Warum? Und jetzt, a'udhu billahi, verderbt alles, was er gemacht hat. Alles umsonst. Luft. Nicht. Staub. Nicht. Hat keinen Wert bei Allah, weil er das fast dann nicht begriffen hat. Ab und zu mal gedenken sie Allah. Ab und zu mal beten sie. Nein, zu denen wollen wir nicht gehören, inshallah. Und Ramadan können wir es beweisen, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen diese Chance ausnutzen in diesem Leben. Ramadan zu erleben und Ramadan zu fasten. Ja? Das war der Wunsch von Sahaba und die Frommen damals. Sie haben sich Sorgen gemacht. Nicht, weil sie, egal, sie verrichten Taten oder nicht, sondern deren Sorge war, ob Allah diese Tat Yawm al-Qiyamah annimmt oder nicht. Das war die Sorge von Sahaba. Dass Ramadan sie verlässt und sie gehören nicht zu den Gewinnern.